Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Darkest Dungeon, einem Spiel, das so richtig viel Spaß machen kann, das aber auch sehr frustig sein kann. Damit die frustigen Erlebnisse sich gerade am Anfang in Grenzen halten, habe ich mir überlegt, ich mache einen kleinen Anfängerguide und zeige auf, wo die Fehler besonders am Anfang liegen. Wir erstellen einen neuen Spielstand, über das Briefchen hier, nennen das Ganze Navivol und legen direkt los. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich die deutschen Untertitel ganz bewusst nicht eingeschaltet habe, weil es noch ein bisschen von dem Flair nehmen würde und weil sie teilweise auch einfach im Weg sind. Deswegen habe ich die jetzt mal gespart. So, es geht los. Wir fangen an mit zwei. Kriegen hier so ein paar Tutorial-Tipps. Die brauchen wir aktuell nicht, das erkläre ich. Wir fangen an mit zwei. Später werden wir hier mit vier Leuten stehen insgesamt. Hier unten rechts ist die Karte. Und aktuell befinden wir uns in diesem Raum. Das ist der ganze Raum. Und wir wollen jetzt zu diesem Raum hier hin. Das machen wir mal. Bewegen tun wir uns mit A und D oder mit der Maus. Wir klicken einfach mit der Maus dahin, wo wir hinwollen. Wir können auch wieder zurückgehen. Wollen wir nicht. Wir wollen nach vorne natürlich. Und da muss schon den ersten Gegner. Der war jetzt zuerst dran. Wenn man auf die Gegner drauf drüber geht, dann öffnet sich unten so ein kleines Fenster. Da steht der Name desjenigen drin, wie viel Hitpoints der hat, nämlich 12. Wie viel Rüstung, nämlich 15%. Wie viel Dodge-Wahrscheinlichkeit, 2. Und Speed, 3. Speed bestimmt, wann derjenige dran ist. Ganz unten sehen wir noch die Resistenzen. Wir können zum Beispiel, er hat einen Stun-Widerstand von 25%, einen Säure-Widerstand von 20, von Bleed 20 und so weiter und so fort. Dazu kommen wir dann noch zur gegebenen Zeit. Bleed ist jetzt vielleicht ganz interessant, die 20%, die da stehen. All dieweil hier unser Highwayman, der Dismas, hat als Angriff Open Vein, was Bleed bei den Feinden hinterlässt, mit einer 100%igen Chance. Da er ja 20% resistent hat, sind es natürlich logischerweise 80. Das können wir einmal machen, wir könnten aber auch auf ihn schießen. Aber aktuell haben wir den Grape Shot Blast zur Verfügung, der 3 Ziele auf einmal trifft. Das sieht man am folgenden. Wenn man die Maus drüber hält, sieht man oben 3 gelbe Punkte und einmal 2 rote Punkte. Die Punkte auf der linken Seite, die gelben, zeigen an, wo unser Dismas stehen muss in der Heldengruppierung. Aktuell ist es ja an der zweiten Stelle, von vorne quasi. Und zeigt an, von wo aus er da auf der rechten Seite, das sind die roten Punkte, die Feinde angreifen kann. Das heißt, er könnte jetzt die Feinde an der ersten und der zweiten Stelle damit angreifen. Mit dem normalen Pistolenschuss, der uns aktuell nicht zur Verfügung steht, weil an zweiter, dritter und vierter Stelle, wo die roten Punkte sind, niemand steht, kann er schießen. Dann hat er hier noch aber diesen Grape Shot Blast, der zeigt an, von der zweiten und von der dritten Stelle aus kann er den ersten, zweiten und den dritten in einem Schlag treffen. So eine Art Streuschuss. Allerdings mit einem Einbußen von 60% Damage und 70%iger kritischer Trefferchance. Das macht da bei einem Gegner natürlich jetzt wenig Sinn und deswegen benutzen wir jetzt hier den hier. Machen 8 Punkte Schaden und hinterlassen Bleed. Er konnte nicht widerstehen und nimmt jetzt 2 Punkte Schaden pro Runde und über insgesamt 3 Runden. Alle Buffs, Debuffs, alles Mögliche läuft immer über 3 Runden.
Man kann es allerdings auch stacken. Vielleicht kommen wir noch dazu, vielleicht kann ich es ja direkt zeigen. Jetzt haben wir hier den Crusader ganz vorne stehen. Diese beiden Figuren sind am Anfang übrigens immer gleich. Der Crusader hat einen normalen Angriff, den Smite. Der macht gut Schaden, vor allem gegen unheilige Gegner. Dann kann er auch zwei Gegner gleichzeitig angreifen, mit allerdings Schadenseinbußen von 40%. Dann hat er hier den Stunning Blow, damit können wir den stunnen. Mit einer 100%igen Chance. 85%iger Chance, er hat ja eine Resistenz von 25%. Das machen wir jetzt mal nicht, weil wir müssen ihn schnell umknülzen. Weil, wenn ein Gegner dran ist, kann er uns ganz schön zusetzen. Also einmal getroffen, die können richtig dick Schaden machen. Und dann, das kann schon über Leben und Tod entscheiden. Deswegen sehen wir zu, dass wir ihn möglichst schnell weghauen. Jetzt haben wir 50 Goldstücke gekriegt, die nehmen wir mit. Am Ende eines Kampfes gibt es immer dicken Loot. So, gehen wir mal weiter. Genau, und am Wegesrand zwischen zwei Räumen finden sich immer im Hintergrund so Geschichten hier. Entweder mal eine Falle, manchmal eine Fackel, öfter aber irgendwas, was wir aufmachen können, um zu looten oder irgendwas, wo wir drin lesen können, um uns irgendwelche Buffs oder Debuffs zu holen oder so. In diesem Fall ist es ein Zelt und wir gucken mal rein, was wir da so finden. Da waren tatsächlich Sachen drin, nämlich nochmal 200 Goldstücke. Das ist schön, nehmen wir mit. Hier oben müssen wir schauen, ist die Fackel, das Fackellicht ist angezeigt. Momentan sind wir bei 76% Licht. Geht natürlich klar bis maximal 100. Später kriegen wir Fackeln. Wir müssen versuchen, dieses Licht immer oben zu halten. Denn aktuell ist es so, dass wir ein Plus-Plus auf Scouting haben, da komme ich später noch zu, und ein Plus-Plus auf Monster Surprised. Das heißt, wir können die überraschen, dann sind wir zuerst am Zug. Die können uns allerdings auch überraschen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die uns überraschen, diese Wahrscheinlichkeit steigt, je dunkler es ist. Sehen wir bestimmt noch. Jetzt sind wir hier im zweiten Raum und haben es auch mit zwei Gegnern zu tun. Aber nicht einfach so. Es sind streng genommen drei Gegner. Beziehungsweise ein Gegner belegt zwei Plätze. Das sieht man einmal hier dran. Hier ist er... Ich glaube, hiermit sieht man das besser. Hier kann man nämlich alle anvisieren. Der hier nimmt das hier ein. Und davon nimmt der zwei Stück ein. Ihr versteht, was ich meine. Jetzt können wir uns überlegen, wen hauen wir am ersten um. Ich kenne die beiden Jungs ja schon zu Genüge. Ich habe schon öfter gespielt. Ich hole erstmal den Kleinen weg. Denn das Kleinvieh macht ordentlich Mist. Und zwar schießen wir auf den. Getroffen. Der hat nämlich Flankenfeuer, womit er auch immer beide trifft und uns noch debufft, uns nämlich Dodge runterholt und zwar kann er auch das stacken. So, jetzt habe ich nicht daran gedacht und da geht's schon los. So, sowas muss man bedenken eigentlich, dass der vordere Mann ja zwei Felder einnimmt und unser Crusader kann immer nur die ersten beiden Felder angreifen. Er könnte sich auch selber buffen, können die Fackel um 6 Punkte hochheben. Ist das nicht ganz so wichtig, aber 25% Rüstung kann er erhöhen und Mark Target. Mark Target heißt, also es gibt manche Gegner, die greifen markierte Ziele an, vorrangig. Dann kann er den Marker auf sich selbst setzen und somit die anderen schützen. Machen wir im Moment nicht. Wie viel? Das kann ich euch mal zeigen. Der hat eine Stun-Resistenz von 50% der Dicke. Und wir haben eine Fähigkeit von 100%. Das heißt, jetzt besteht eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn stunnen. Und machen dabei noch minus 75% Schaden vom Hauptschaden. Der Hauptschaden ist, steht hier links unten, 4 bis 8. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Nein, Resist. Wir haben ihn nicht gestunt bekommen, das ist schade. Weil jetzt haben wir quasi... einen Zug versäumt. Eine Chance versäumt, ordentlich Schaden zu machen. So, was nur passiert? Jetzt hat er uns geschossen. Und wir haben bei Move Resist, können wir uns auch hier angucken, wir haben selber einen Resist gegen Move, haben wir nur 40%. Und dieser Schuss hat uns da nach hinten geschossen, haben wir keine Resistenz, haben wir die Probe nicht bestanden. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder die ursprüngliche Stelle einnehmen, weil da macht der Highwayman noch am meisten Schaden. In der ersten Position kann er ja nicht schießen, das kann nur in der zweiten, dritten und vierten. Oder wir greifen den ersten an. Oder wir machen den Tracking Shot. Der ist nicht sehr effektiv, aber
Der bufft uns selbst mit mehr Schaden, mehr Trefferwahrscheinlichkeit und mehr kritischem Schaden. Machen wir alles nicht. Wir müssen hier einfach jetzt nur gerade durchstehen. Wir greifen jetzt den Dicken an und versetzen den Blutungsschaden verdammt daneben. Ja, so kann es gehen. Dann sieht man direkt mal, ja, das kann schon frustig werden, wenn es jetzt nicht bald besser wird. Mit meinem Glück, dann kann es ja schon bald gewesen sein. Machen wir mal das Plankenfeuer. Also ausweichen werden wir sobald nicht mehr. So, jetzt haben wir den Blutungsschaden widerstanden. Was das andere war, diesen Schaden, den wir da gerade erlitten haben, dieser, da war so ein schwarzer Halbmond über dem Kopf, der ist auch hier unten zu sehen. Das ist geistiger Schaden quasi. Hier oben ist der Lebensbalken, der leert sich natürlich, je mehr Schaden wir kriegen. Und darunter ist, werden die Balken aufgeführt wie die geistige Gesundheit. 0 ist topfit, 100 ist wahnsinnig. Wenn wir wahnsinnig werden, bei 100 wie gesagt, bekommen wir irgendeine geistige Krankheit dazu. Das sehen wir dann noch, die beeinflusst uns auf unterschiedliche Weise, je nachdem was für eine Krankheit es ist. Dann sind wir erst bei 100 von 200. Wenn sich der Balken nochmal füllt bis 200, kriegen wir einen Herzinfarkt und sind tot. Und zwar für immer. Das heißt, gewöhnt euch nicht allzu sehr an eure Helden in diesem Spiel. Die sterben auch ganz gern mal. Was ganz besonders schade ist, wenn man schon sehr, sehr viel mit denen gespielt hat, die seit Wochen kennt, die Jungs, und schon Erfolge mit ihnen gefeiert hat, und dann sterben sie einfach so weg. Oder sie haben derartig viele geistige Krankheiten und so viel Stress und so viele Krankheiten tragen sie mittlerweile mit sich rum, die gibt es auch, normale Krankheiten. Dass es einfach nicht mehr rentabel ist, sie noch weiter mitzuschleppen, dann muss man sie halt feuern. Auch dazu muss man sich über durchringen, sonst hat man in diesem Spiel schlechte Karten. So, jetzt haben wir den Dicken umgeknüllt. Jetzt kommt noch der Kleine. Und jetzt, wenn wir einen umbringen, besteht die Möglichkeit, dass wir geistige Gesundheit zurückerlangen. Das hat man gerade eben gesehen durch diesen goldenen Heiligenschein, den wir hatten mit 3 Punkten oben drüber. Ist nicht viel, aber läppert sich, ne? Und wenn wir einen kritischen Schaden machen, kriegen wir sowas auch nochmal zurück. Hier haben wir ordentlich Loot, immer her damit. Jetzt kriegen wir Bescheid, dass wir die Quest completed haben und können uns entscheiden, gehen wir zurück zum Dorf oder machen wir weiter. Wir machen aber noch weiter, weil da ist noch eine Truhe. Jetzt ist es ein bisschen tricky. Diese Truhe hat ein Schloss vorne. Alles, was ein Schloss vorne hat, lässt sich mittels einem Schlüssel, den man mitnehmen kann in solche Dungeons, völlig gefahrlos öffnen. Wenn man keinen Schlüssel dabei hat, so wie wir jetzt, weil wir haben irgendwie gar nichts dabei, besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding mit einer Falle versehen ist. Dann gucken wir mal nach, was hier der Fall ist. Wir machen einfach mal auf, da würde man jetzt den Schlüssel reinlegen. Oder wir lassen die Finger davon. Aber wir machen auf, wir sind neugierig. Ne, eine Falle. Zack, nehmen wir Säureschaden über 3 Runden, 2 Stück. Ist aber nicht weiter wild, wir sind eh fertig. Jetzt kriegen wir noch gerade gezeigt, was wir alles eingesammelt haben. Diese Diamanten zum Beispiel bringen uns 1000 Goldstücke. Das hier wandert in unser Inventar, das kommt noch gut gebraucht. Ne, das wird dann verkauft. Entschuldigung. Alles, was wir sammeln, wird später verkauft. Alles, was wir mitnehmen und nicht gebraucht haben, wird anschließend in Gold umgewandelt. Hier diese Erbstücke, 4 Schilde, wofür wir die brauchen, kommen wir gleich noch zu. Die sind aber essentiell wichtig. Ganz am Ende erfahren wir noch, wie es unseren Helden ergangen ist. Unser Crusader zum Beispiel hat jetzt plus 15% Heal Skills while Camping. Camping kommen wir auch noch später zu. Und Dismiss hat da nicht so viel Glück und hat einen negativen Quirk, heißt es glaube ich, übersetzt glaube ich, es ist ein Tick davongetragen. Es gibt positive und negative. In Town will only pray for stress relief. Das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten, um Stress wieder loszuwerden. Den nehmen wir nämlich mit. Die Lebensenergie ist gleich wieder voll. Stress bleibt. Und das können wir wieder runterhauen in der Taverne oder in der Kathedrale. Und das blieb ihm jetzt verwehrt. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Spiels. Kommen wir später zu. Das ist das Herzstück des Spiels. Hier, Mensch, jetzt mach doch mal. Hör doch mal auf. Das ist das Dorf. Am Anfang ist noch nicht alles freigeschaltet. Das heißt, wir können uns das gemütlich angucken. Das ist quasi unsere Schaltzentrale. Man muss sich bei Darkest Dungeon eher als
Manager von Heldengruppen verstehen, als sich wirklich mit den Helden zu identifizieren. Weil dann fällt es einem natürlich auch schwerer, die später zu kicken. Wir können uns mal die Sachen angucken, die bereits freigeschaltet sind. Das ist einmal hier Stagecoach. Und zwar im Stagecoach kommen immer neue Helden an. Jede Runde, jede Woche, in Wochen wird hier gerechnet. Man geht immer in einen Dungeon, da kämpft man sich durch. Das Ganze dauert immer eine Spielwoche und wenn man wieder zurückkommt, ist eine Woche rum und da sind die diverse Dinge passiert. Und hier drin, in diesem Stagecoach, ist innerhalb von einer Woche tauchen hier neue Helden auf, die bei uns anheuern wollen. Jetzt sind da aktuell nur zwei, wir haben nur zwei und wir können insgesamt vier mitnehmen in den nächsten Dungeon. Also heuern wir die an. Auch diese beiden sind immer noch gleich am Anfang. Wir werden jetzt den nächsten Dungeon, der schon random ist, angehen und anschließend wieder zurückkommen. Dann ist alles randomisiert. So, jetzt ist alles, was wir haben. Vom Schmied bis hin zur Gilde, wo wir die Leute skillen können. Hier oben können wir in der Abtei Krankheiten loswerden. Im Hospital können wir Krankheiten loswerden. Und hier oben können wir Stress loswerden und hier in der Taverne auch. Da brauchen wir überall, um die hoch zu leveln, brauchen wir diese Erbstücke, die wir gerade eben eingesammelt haben. Gerade eben haben wir Schilde zum Beispiel eingesammelt. Wir kommen insgesamt mit 10 von jedem einzelnen Erbstück, hier so Büsten und so Bildern und so Schriftrollen und so Schilden. 14 haben wir gerade eben eingesammelt, 14 Schilde und die können wir einsetzen, um unsere Sachen abzugraden. Und das sollten wir auch direkt tunlichst tun, vor allem bei dem Stagecoach. Da solltet ihr nicht sparsam sein, sondern direkt machen. Das ist euer Nachschub an Helden und das garantiert, dass ihr immer wieder, immer weiter spielen könnt und euch der Nachschub nicht ausgeht an Kanonenfutter. So, was können wir hier machen? Wir können einmal ein Upgrade durchführen, sodass wir mehr Helden zur Verfügung haben. Jetzt waren es ja nur zwei. Wir graden mal ab, das kostet uns 3 Schriftrollen und 3 Schilde. Und jetzt werden das nächste Woche, wenn wir hier sind, 3 Helden zur Verfügung stehen. Wir können auch unsere Baracken upgraden. Dann können wir mehr Leute mit uns rumschleppen. Aktuell sind es ja nur 4. Wir brauchen unbedingt mehr. Jetzt können wir nämlich schon 12 mit uns rumschleppen. Und wir brauchen eigentlich noch viel mehr. So, dann haben wir hier aktuell noch freigeschaltet. Diese Geschichte hier, da können wir uns quasi nochmal Videos angucken. Und es ist quasi die Credits ohne Namen, sondern halt eben die ganzen Videos, die wir schon freigeschaltet haben und so. Was wir oben noch haben, ist der Friedhof. Da können wir gucken, wer schon alles gestorben ist. Das wird sich ziemlich schnell reichlich füllen. Können wir quasi in Erinnerung schwelgen und uns unser Held nochmal angucken. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir gehen jetzt weiter. Und das hier sind diese unterschiedlichen Dungeons. Aktuell frei ist nur der eine in den Ruinen. Dann haben wir noch die Warrens, den Wald und den Cove. Kommen wir später zu. Das sind einfach nur unterschiedliche Welten, in denen diese Dungeons sind, angelegt sind. Also es sieht anders aus, andere Gegner, andere Fallen, andere Loot und so weiter und so fort. Wir gehen aber erstmal in den ersten Dungeon rein. Dann haben wir hier mal eine kurze Information, wie weit der geht. Der ist nur kurz. Ohne Lagerfeuer. Zwischendurch kann man sonst auch ein Campfire errichten und dort quasi sich wieder ein bisschen auffrischen. Brauchen wir diesen Fall nicht. Hier steht, was wir uns da verdienen können. Und unser Ziel, wir müssen 90% aller Räume aufdecken. Und das machen wir jetzt. Aber wir können ja nicht einfach so rein. Wir müssen natürlich erstmal hier unsere Party zusammen schustern. Da packen wir ganz vorne hin den Crusader. An zweite Stelle den Highwayman. Die beiden kennen wir schon. Dann haben wir hier jetzt hier diesen Pestdoktor. Wie heißt es genau? Doch, Pestdoktor. War sogar richtig. Der bringt mit an positiven Quirks. Why meditating camping spielt noch keine Rolle. Er ist fasziniert von Leichen. Manchmal kommt man an Leichen vorbei, wie auch Schatztruhen. Und dann kann man sich aussuchen, macht man die auf oder nicht. Vielleicht ist eine Falle drin oder nicht. Und wenn wir jetzt daran vorbeigehen würden, würde der die einfach aufmachen, nachgucken, was da drin ist. Auf die Gefahr hin, an den Falle reinzustolpern. Und außerdem kann er seinen Stress nicht abbauen in einem Bereich in der Taverne.
Das sind seine Fähigkeiten, die anderen können wir später freischalten. Wir müssen einfach damit leben, was der so mitbringt. Und dann haben wir hier noch die Priesterin, eine Heilerin, die bringt auch noch entsprechende Geschichten mit, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Das sehen wir jetzt, Learning by Doing. Bevor wir irgendwo reingehen, rüsten wir uns natürlich aus beim Händler. Das ist, beruht auf Erfahrungswerten, was man halt eben so braucht. Aktuell gehen wir in einen kurzen Dungeon, das heißt, so viele Sachen brauchen wir nicht. Wir haben schon am Anfang mit einmal heiliges Wasser und ein Anti-Venom. Wir nehmen noch mit einen Verband, nur mal zu zeigen, was es ist. Rein theoretisch bräuchten wir es noch nicht so wirklich dringlich. Dann nehmen wir mit eine Schaufel. Da kommen wir gleich noch zu, bestimmt an der entsprechenden Stelle wird das bestimmt auch relativ früh begegnen. Es ist ziemlich ärgerlich, keine Schaufel mitgenommen zu haben. Man sollte immer genügend Schaufeln mit haben. Aber auch nicht zu viel, denn die kosten ganz schön viel Kohlen und Kohlen braucht ihr. Food nehmen wir auch mit. Zwischendurch leiden wir Hunger, denn es ist ganz gut, das dabei zu haben. Und mit Food kann man Lebenspunkte generieren. Aber nicht sehr viel, dafür ist es vorrangig nicht gedacht. Auch dazu kommen wir später noch. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel mit, davon hatte ich ja gerade eben schon mal die Rede gehabt. Und Fackeln. Fackeln, wir müssen immer das Licht oben halten, sonst wird es unnötig schwierig. Nehmen wir mal einen kompletten Stack mit. Ein Stack ist immer 8. Das brauchen wir aktuell nicht. Und los geht's, ab in den Dungeon. Das Schwierige an dem Spiel, das eigentlich Schwierige am Spiel ist, würden wir jetzt nicht ordentlich vorbereitet da reingehen, hätten zum Beispiel die Fackeln vergessen, hätten wir ein ganz dickes Problem. Denn es gibt keine Spielstände. Das heißt, würden wir jetzt das Spiel verlassen, sogar einfach über den Task Manager hier rausquitten, wir würden genau an derselben Stelle wieder reinkommen. Ganz schön gemein. So ist es auch, wenn einer stirbt. Wenn einer stirbt, stirbt er, ist tot. Kriegst du ihn nicht mehr wieder, das war's aus Ende Gelände. Jetzt gehen wir vom Startraum in den nächsten Raum. Wir gehen in der Vierergruppe los. Für mich hat es sich bewährt gemacht, mit D zu steuern und nicht mit der Maus. Hab das Gefühl, das Ganze ein bisschen zu präzise zu beherrschen. So, hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Fackel. Diese Dinger beinhalten immer Fackeln, da muss man nie Angst vor Fallen haben. Ich halte immer die Maus oben drüber über die Fackel, dann weiß ich, dass wir aktuell bei 82 sind. Und kann dann mit D weitergehen. Da sind wir an der nächsten Tür. Drücken wir nach oben. Seht ihr? Jetzt ist das Licht schon runtergegangen. Es ist ein bisschen schummriger geworden. Und jetzt ist unsere Scouting-Chance und unsere Chance, Monster zu überraschen, schon wieder gesunken. Bevor wir jetzt in den nächsten Raum reingehen, wo durchaus Gegner drin sein könnten, zünde ich nochmal eine Fackel an, erhöhe unsere Chancen und gehe rein. Und es sind tatsächlich zwei kleine Gegner drin, die uns trotzdem überrascht haben. Da haben wir mal außerordentlich Pech gehabt, aber sowas kommt immer wieder vor. Aber jetzt bei zwei Gegnern die Rollen nochmal wieder zu tauschen, mache ich jetzt mal nicht. Der kann auch so Schaden austeilen. Müssen wir schnell umknülzen. Da, beim ersten Schlag, wunderbar, sehr schön. Jetzt, was ist jetzt passiert? Hier liegt eine Leiche, die bleibt auch liegen. Das ist taktisch manchmal sehr unschön, manchmal passt es ganz gut, weil das ja, wie gesagt, Einfluss darauf nimmt, wie viele Leute hier letztendlich stehen. Es wird immer noch als Gegner dargestellt mit immerhin 7 Lebenspunkten, der uns aber selber keinen Schaden mehr zufügt und den Ende des Kampfes nicht weiter beeinflusst. Aber zum Beispiel, der Pestdoktor hat viele Sachen, die er werfen kann. Zum Beispiel eine Pestgranate, die sorgt für Säureschaden. Würde jetzt hier hinten für Säureschaden sorgen, es steht aber keiner. Der kann aber auch ganz normal angreifen, kann aber auch seine Medizin wirken lassen oder kann uns auch buffen. Aber er macht jetzt einfach mal so. Muss ja auch gar nicht mehr so viel rumreden. Ich merke schon, ich rede schon wieder sehr viel. Da sind wir schön ausgewichen. Ja gut, die Priesterin kann jetzt da vorne tatsächlich nur Hand of Light machen. Das macht ein bisschen Schaden. Ob das reicht? Reicht das? Wir riskieren es. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Manchmal ist man einfach gezwungen, dann auch einen Schritt nach hinten zu gehen. Was ihr übrigens niemals tun solltet, unter gar keinen Umständen, ist über diesen Knopf hier einen Zug passen. Wenn ihr passt, dann kostet das ordentlich geistige Gesundheit und das völlig unnötig. Dann heilt lieber jemanden, der die Heilung voll hat oder irgendeinen unnötigen Krempel, bevor ihr passt. So, jetzt haben wir eine Truhe. Achtung, diese Truhe hat kein Schlüsselloch. Das heißt, wir brauchen eigentlich keinen Schlüssel, um es aufzumachen. Das würde keinen Einfluss nehmen auf das Ergebnis. Den würden wir jetzt hier reinpacken, den Schlüssel, und würde uns sagen, das hat keinen Effekt. Deswegen machen wir es so auf. Und es sind sogar Sachen drin. Und es ist sogar eine Schaufel. Da haben wir Glück. Das ist schön. Jetzt kommt dieses Scouting zu tragen. Wie ihr seht, ab und zu besteht eine Wahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, Dismas kann das, glaube ich, am besten
Steht das hier irgendwo? Steht hier nirgendwo, ne? Ist ja verrückt. Ist mir nie aufgefallen. Aber ich nahm jetzt einfach mal an, dass er aufgrund seiner klassischen Position in dem Spiel am ehesten scouten kann, also nach Fallen und Objekten Ausschau halten kann und auch nach Feinden. Also wir kriegen so eine kleine Übersicht, was bis zum nächsten Raum hin passiert. Das ist ganz cool. Dann wissen wir nämlich im nächsten Raum, da sind keine Feinde. Das ist so ein ausgegrauter Raum, da sind keine Feinde drin. Dann müssen wir nicht die Fackel anzünden, bevor wir da reingehen und keine mehr verschwenden. Was wir aber jetzt wissen ist, hier kommt ein leeres Feld, hier passiert nichts. Hier kommt ein Obstacle. Das kriege ich jetzt gerade nicht so einfach übersetzt, aber hier kommen wir zu so einem Haufen Geröll. Im Obstacle. Und da brauchen wir die Schaufel für. Die hat er schon automatisch reingepackt. Hätten wir jetzt die Schaufel nicht dabei, würde uns das ordentlich Zeit kosten, bis wir das runtergegraben haben. Das heißt, wir würden Fackellicht verlieren. Wir würden uns die Hände aufkratzen, dadurch Schaden nehmen. Und es würde unserer geistigen Gesundheit kratzen. Gut, dass wir eine Schaufel dabei haben. Ich Idiot! Eieieiei. Gut, das passiert, wenn man dann nicht in die Mitte auf das Schaufelsymbol klickt, sondern einfach nur das Ganze ignoriert und sagt, hey, mach das trotzdem auf, auch ohne Schaufel. Aber das war jetzt natürlich auch ein wunderschöner Vorführeffekt. Ihr habt es gesehen, ein bisschen Schaden genommen und ordentlich geistige Gesundheit. Gesundheitsschaden. Mein Gott. Geistigen Gesundheitsschaden erlitten. Okay. Jetzt müssen wir die Fackel wieder hochhalten. So ein bisschen. Und gehen weiter. Wenn die Fackel irgendwann ganz runter geht, ich glaube unter 50% oder so, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir kritischen Schaden austeilen. Und wir würden mehr Loot kriegen. Aber die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind, das steht in keinem Verhältnis. Lasst es euch gesagt sein. Lasst es einfach nicht so weit kommen. Hier und da wird es automatisch passieren. So, hier haben wir es jetzt schon mit drei Gegnern zu tun. Mit einem ganz besonders ekligen. Der Azulote. Azolyte. Azolyte? Keine Ahnung. Mit so einem Kultisten-Vibe halt. Weil die macht hauptsächlich geistigen Schaden. Und das massiv. Die müssen wir zuerst umknülzen, bevor wir uns um die beiden Vorderen kümmern. Am besten machen wir das. Hier haben wir mit so einer Säuregranate. Die werfen wir erstmal über. Jetzt machen wir erstmal Rundenschaden. Und zwar 4 Stück pro Runde. Sehr schön. Und da macht sie uns auch schon ordentlich Stress unterm Hintern. Das müssen wir verhindern. Jetzt. Versuchen wir mal. Jawohl, kritische Treffer. Zack, bam, weg. Man muss ja auch mal Glück haben. Das gab auch direkt 7 Punkte geistige Gesundheit zurück. Jetzt knulzen wir die Jungs mal um. Oh, der hat nur 8 Lebenspunkte. Kriege ich mit einem mit. Wunderbar. Ich war noch am Überlegen, ob ich ihn stunnen soll. Brauchte ich aber nicht. Heilen braucht man hier eigentlich noch nicht. Was die machen kann. Die Priesterin, die hat einmal Judgment. Damit macht sie Schaden. Allerdings minus 20%. Heilt damit aber gleichzeitig auch sich selbst. Und die kann Gegner stunnen. Die macht erstmal, heilt sich ein bisschen selbst. Bisschen Schaden hatte sie ja gekriegt. Oh, hat nicht ganz gereicht. Ja, sie hat sich 3 Punkte geheilt, er nimmt 5 Punkte Schaden. Das war jetzt ein schlechter Handel. Jetzt haben wir sogar noch Wundmaterial eingesammelt, das ist sehr schön. So, mal wieder die Fackel oben halten. Und jetzt wussten wir, im nächsten Raum erwartet uns kein Gegner, der war ausgegraut. Da können wir gefahrlos reingehen. Ah, wunderschön. Wunderschön. Kriegen wir wieder ein Scouting. Manchmal findet man übrigens auch Karten. Dann kriegt man direkt einen ganz großen Teilbereich oder direkt die ganze Karte aufgedeckt. In diesem Fall nicht. Jetzt haben wir hier 2 unterschiedliche Räume. Das ist ein Raum mit einer Truhe drin. Da sind Gegner drin. Und ein Raum mit irgendwas anderem drin. Was uns wahrscheinlich bufft, debufft oder sonst irgendetwas in der Art. Oder uns eine schlechte Eigenschaft oder positive Eigenschaft verschafft. Man weiß nicht genau. Ist ein bisschen risikoreicher. Wir gehen mal diesen Weg. Und gucken nach, was hier so passiert. Da ist ein Rucksack. So, und jetzt ist das nämlich passiert. Ich konnte nicht selbst entscheiden. Guck mal da rein, sammle das ein. Das ist nämlich voll der Egoistenarsch. Hat bestimmt einen entsprechenden Tick und sammelt das für sich ein. Und dann haben wir es nicht mehr. So ein Penner. Was hat er denn hier? Er ist ein Kleptomaniker. Toll. Muss man jetzt wissen, ob man dafür vielleicht in die 1500 Goldstücke ausgibt, um das wieder wegheilen zu lassen, beim Psychologen oder beim Priester, oder ob man damit jetzt leben mag. Aktuell ist es noch eine Frage des Preises. Wir können uns das gar nicht leisten, das wegzumachen. So, jetzt kommt die Alte wieder. Er macht uns 20 Punkte Stress. Das ist ein ganzen Batzen.
Die macht uns übrigens nicht nur Stress, sondern reduziert auch in einem das Licht. Das ist fies. So, dieser Junge hier, der macht uns einerseits Blutungsschaden und zweitens verpasst er uns auch immer noch plus 10% Stress-Damage. Und diese beiden in Kombination ist ganz übel. Wenn der uns erstmal gebufft hat, gedebufft hat, dann kann die uns natürlich noch mehr Stressschaden machen. Und das wird die auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit tun. Das heißt, die müssen wir jetzt mal ganz schnell aus dem Verkehr schaffen. Aber jetzt weicht die auch noch aus. Sonst kommen wir echt in Schwulitäten. So. Da konntest du nicht widerstehen. Tja, kommen wir nicht weit mit, ne? Dann hau ich erstmal den um. Vielleicht kriege ich den ja. Leider nicht mit einem Schlag. Jetzt wird es aber Zeit für Heilung. Sonst könnte es für den schon gewesen sein. Nur 4 Punkte. Heilung ist hier übrigens sehr, sehr rar. Wow. Der hat gesessen. Ja, dann nicht mehr viel. Heilung ist wie gesagt sehr rar. Während eines Kampfes kann ich keine Nahrung zu mir nehmen. Die geben auch nur 1, maximal 2 Heilpunkte zurück. Sie selber kann, ich glaube, bis 4-5 Punkte ungefähr wieder zurückgeben. Die Fähigkeiten kann man aufleveln, aber im Verhältnis kriegt man immer sehr wenig Heilung zurück. Man muss so sehen, dass man nicht allzu viel einsteckt. Jetzt sehe ich mal zu, dass ich den hier wegmache. Bevor der auf die Idee kommt, mir den hier wegzumachen. Dann muss ich jetzt leider ein bisschen Stress in Kauf nehmen. Ja, die holt sich jetzt natürlich genau den, der auch entsprechend die Abzüge schon hat. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen. Ist jetzt mistig, ne? Machen wir dem mal Blutungsschaden. Eigentlich muss ich mich erst um die Dame kümmern, aber komme ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht ran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Läuft nicht gut. So, weg ist er. Okay, wen du jetzt heilst, ist ja wohl eindeutig. Denn sonst kippt uns unser Highwayman gleich um. Jetzt darfst du wieder. Ja gut, wunderbar. Braver Junge, ist ausgewichen. Aber sowas gilt es übrigens auch immer zu achten. Man hat später noch so Trinkets, damit kann man sich ausrüsten, um zum Beispiel Dodge zu erhöhen. Aber so einfach kriegt man bei Darkest Dungeon nichts geschenkt. Meistens haben die Trinkets dann noch, weiß ich nicht, plus 10 Stress-Damage. Oder aber man kriegt diese Vorteile des Trinkets nur, wenn das Licht über 76 ist oder unter 25. Irgend so ein Kram, muss man immer ganz gut aufpassen und sich taktisch genau überlegen, was man da wirklich macht. So, weg ist die Alte. Umgeknallt haben wir sie. Jetzt schön daran denken, die alte Konstellation wiederherzustellen. Hier ist eine Truhe mit Schlüssel. Da wissen wir jetzt, was wir tun sollen. Wunderbar. Ganz viel Kohlen. Dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Raum. Da kann jetzt nichts passieren. Hier müssen wir aufpassen bei diesem kleinen lilafarbenen Spinnennetz-Symbol. Da versteckt sich nämlich eine Falle unter. Ich sehe gerade, der hat noch Blutungsschaden. Den wollen wir nicht mit uns rumschleppen. Den heilen wir mal. Was übrigens auch passieren kann, ist, dass man noch Schaden über Runden mit sich rumschleppt und da man während des Gehens nicht heilen kann, dass man dann stirbt. Das ist ziemlich ätzend, wenn man keine Bandage oder kein Anti-Venom dabei hat. Jetzt müssen wir aufpassen, hier kommt jetzt gleich die Trap. Da ist er, da liegt sie. Kann man schon mal ganz gerne übersehen, muss man immer gut darauf achten. Am besten Traps entfernen, das kann nämlich auch daneben gehen. Kann, glaube ich, eher der Highwayman. Der hat hier eine 50%ige Chance. Und die nur 20, 10, 20. Okay, das heißt, macht der Highwayman. Geschafft und dann kriegt er auch direkt 8 Punkte geistige Gesundheit zurück oder Stress zurück. So, was betreten wir für einen Raum? Einen grauen. Brauchen wir keine Fackel anmachen. Gut, jetzt haben wir die Wahl. Gucken wir uns den Raum jetzt hier noch an, den unteren, wo ja auf jeden Fall Gegner drin sind, oder gehen wir nach rechts weiter zu dem Raum, weil wir brauchen nur 90% aufzudecken. Da wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ich gehe mal hier hin weiter. So, die Fackel mal ein bisschen hochhalten. Ein bisschen looten. Looten mit so wenig Lebenspunkten ist übrigens auch immer recht gefährlich. Jetzt haben wir 12 Food gesammelt. Das ist natürlich gut. Das sollte ich dann direkt mal nutzen. Es passiert hochgradig selten, dass man so viel Essen auf einmal findet. Ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. So, jetzt ist er satt. Mehr kann ich ihm nicht geben. Wie viel waren es? 4 Stück, oder? Ja, 4 Stück konnte ich ihm geben. Mehr kann man da im Moment einfach nicht dienen. Jetzt haben sie alle Hunger.
Das kommt zwischendurch. Dafür nehmen wir eigentlich das Essen mit, damit uns das nicht passiert. Dann hätten wir jetzt nichts zu essen dabei. Eat for food. Dann würden wir ordentlich Schaden nehmen und ordentlichen Stress einsammeln. Bevor wir diesen Raum gehen, von dem wir überhaupt gar nicht wissen, was uns da erwartet, zünden wir noch eine Fackel an und rein ins Gemetzel. Da ist gar niemand. Kigan. Scouten wir zum letzten Raum. Da ist noch eine Truhe drin. Wunderschön. Noch einmal ein bisschen Loot zum Schluss. Haben wir noch eine Schaufel? Wir haben noch eine Schaufel. Wir haben sogar zwei. Schön vorgesorgt. Gott sei Dank. Diesmal konnte ich sie auch benutzen und zeigen, wie es geht. So, nochmal eine letzte Fackel an. Und reines Gemetzel. Jetzt haben wir es auch dann auch tatsächlich mal mit vier Gegnern zu tun, so wie das regulär im Laufe des Spiels ist. Wir müssen jetzt gucken. Das ist wieder so einer, der macht uns nur Stressschaden. Der muss möglichst schnell weg. Hier haben wir einen Fernkämpfer. Es gibt zum Beispiel auch Charaktere, die haben so Fähigkeiten, wie dass sie die Gruppen hier durcheinander bringen können. Wir könnten jetzt ganz gezielt den hier nach vorne ziehen, denn er hat ein dickes Problem, könnte nämlich nicht so ordentlich angreifen mit seiner Armbrust. Dann haben wir noch ihn hier, der macht nicht ganz viel Schaden, meine ich, aber der kann uns nach hinten hauen, der kann uns, glaube ich, auch ohnmächtig hauen und der kann verträgt ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, als erstes sollten wir den da wegmachen und wunderbar, wir haben ja eine Säuregranate, mit der können wir beide hintreffen, muss nicht unbedingt sein, die können ja auch entweder ausweichen oder Resistenzen haben. Haben sie in diesem Fall nicht gehabt. So, auf Blutungschancen braucht man bei Untoten natürlich nicht zu hoffen. Das heißt, das macht jetzt wenig Sinn. Ich schieß mal auf ihn hier. Ja, hat gereicht. Wunderbar. Sehr schön. Weg mit ihm. Dann heile ich den hier mal. So. Das kann wehtun. Das tat weh. Und jetzt konzentriere ich mich mal auf einen. Wir müssen den einkommenden Schaden möglichst reduzieren auf punktuell weniger, deswegen geht es am Anfang immer, geht meistens immer darum, erstmal das Feuer auf einen einzigen zu konzentrieren und den, der am schlimmsten ist, wegzumachen oder wenn alle gleich schlimm sind oder eben wie ebenbürtig den wegzuhauen, der am wenigsten HPs hat, damit die Chance möglichst groß ist, dass man es wirklich innerhalb von einer Runde schafft, ihn umzuhauen. Gucken, ob ich das jetzt diesmal schaffe. Die könnte sich auch mal selbst heilen. So, jetzt, wir werden zwar keinen Blutungsschaden machen, brauchen wir aber auch nicht. Der normale Schaden reicht, um den zu erledigen. Wunderbar, ein weniger. Der eine Stun-Chance dazu widerstehen von 25%, dann probiert das mal nicht aus. Das ist nämlich, also 25% klingt nach wenig, aber wenn es missglückt, habe ich, wie gesagt, die Chance vermasselt, da irgendwie Schaden auszuteilen. Und das ist immer sehr, sehr ärgerlich. So, da habe ich ihn auch schon fast runter. Leider nicht komplett. Das heißt, einmal wird er mir noch eins über die Backen hauen. Der schießt mal auf den. Weil das kann der. Und der kommt besser an ihn hier vorne ran. Das kann der. Und geschafft! Was haben wir denn hier? Ein Movestone. Er bringt mir plus 20% Move Skills Chance und aber dafür minus 1 Speed. Muss man jetzt wissen, ist einem das wert? Den kann man auch einfach so ausrüsten. Ne, kann man nicht. So, und dann hier rüber. So geht's. Und zwar kommt man relativ schnell in die Verlegenheit, dass der ganze Rucksack voll ist. Mehr als das hier unten können wir nicht mit uns rumtragen. Wenn der Dungeon ein bisschen länger ist oder wir ein bisschen mehr Krempel mit uns rumschleppen, dann wird er schon mal sehr voll. Und es kommt sehr häufig vor, dass man etwas liegen lassen muss. Dann ist es gut, wenn man noch schnell was aufbrauchen kann oder irgendwie anziehen kann oder irgendwas in die Richtung, damit man das noch irgendwie durchschleppen kann. Selbst wenn das Trinket jetzt scheiße ist, nimmt es trotzdem mit, weil man kann es immer noch ganz für gutes Geld verkaufen. Jetzt können wir uns entscheiden, bleiben wir hier. Wir bleiben hier, weil da war noch eine Truhe. Blöd ist natürlich, ich habe jetzt keinen Schlüssel. Gucken wir mal nach, ob wir trotzdem irgendwie Glück haben und so aufmachen können. Ja, Glück gehabt. Und es waren noch Erbstücke drin, sehr schön. Jetzt können wir die Quest ruhigen Gewissens abschließen. Da kam noch ein bisschen was zusammen. Das gucken wir uns jetzt aber nicht alles im Einzelnen an. Wir können auch im Einzelnen gucken,
was wir jetzt davongetragen haben. Der hat einen Schaden davongetragen. Der hat ebenfalls einen Schaden davongetragen, aber auch was Positives. Und die Madame hier. Plus 15% Eldritch. Also, wenn Eldritch kommt, sieht es für die düster aus. Das ist so etwas, das müsste man eigentlich ziemlich direkt beseitigen. Wenn man vorhat, mit der in irgendeinen Bereich reinzugehen, wo diese Eldritches vorkommen. So, nun ist Woche 2 angebrochen. Das sagt uns hier, die Taverne ist jetzt frei, kann ich euch jetzt zeigen. Und die Abbey, die Abtei ist auch frei. Des Weiteren sind hier Goals angezeigt, die es zu erledigen gilt. Zum Beispiel sind hier diverse Endbosse, die man kaputt machen soll. Nicht nur einmal, sondern auch öfter in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und es gibt noch viele, viele andere, die kann man sich alle mal in Ruhe angucken. Jetzt haben wir die Taverne freigespielt, da können wir gerne mal reingucken. Jetzt kann man, haben wir die Gambling Hall, Brothel und Bar, da kann man jeweils einen Helden reinsetzen. So, den jetzt nicht. Den auch nicht, aber den. Und zwar liegt das dann an irgendwelchen Ticks, die der hat. Genau, der hat zum Beispiel Godfearing, der, wenn wir dem bei dem Stress reduzieren wollen, der müssen den in die Abtei schicken. Blöd ist auch immer hier so eine blöde Unke, der blockiert immer einen Platz, das ist ein bisschen blöd. Aber diese Plätze können wir nach und nach freischalten. Und wie ihr seht, das ist noch relativ teuer. Wer war das jetzt nochmal? 1500 Goldstücke ist ziemlich viel, um den Stress wieder runterzuholen. Aber auch das können wir nach und nach reduzieren. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier den Brosel, da können wir, jetzt können wir einmal hochleveln, denn jetzt würde 7 noch mehr Stress reduzieren. Man reduziert nämlich nicht alles auf einmal, muss man auch wissen. Nur das meiste in der Regel. Jetzt die Kosten dafür um 13% reduzieren. Und das ist richtig wichtig, dass man hier überall die Kosten reduziert, damit man noch genügend Kohlen hat, um seine Leute auch später zeitlich zu skillen und beim Schmied mit Waffen zu versorgen, um die dann gut ausgerüstet in den Kampf zu schicken. Dann zeige ich nochmal gerade die Abtei. Ist dasselbe Spiel wie in der Taverne. Im Prinzip kann man hier wieder schön aufleveln. Das könnten wir ihn jetzt zum Beispiel da reinpacken. Das machen wir jetzt aber nicht. Dann hätten wir ihn für den nächsten Dungeon nicht zur Verfügung. Jetzt gucken wir nochmal in den Stagecoach. Hier haben wir natürlich, jetzt sind einige Leute angekommen. So eine Priesterin, die haben wir ja schon. Und hier, so eine Aberlestfrau, die mit der Armbrust gut um sich schießen kann. Die ist ziemlich hilfreich, muss man sagen. Und auch hier muss man schauen, das zeige ich vielleicht nochmal einmal ganz kurz zum Abschluss. Und dann soll es auch für dieses Mal gewesen sein. Ich gehe ganz gerne nochmal in den Dungeon und zeige bei Bedarf noch ein bisschen mehr. Man kann diverse Skills später, Fähigkeiten später freischalten. Die nehmen Einfluss darauf, wo der Held am besten platziert ist. Das seht ihr hier oben vorne. Und an zweiter Position ist es eher schlecht. Das liegt daran, dass zum Beispiel dieses Suppressing Fire nur in den letzten beiden Stellen anwenden kann. Den Sniper Shot ebenso und das hier ebenso. Das kann sie überall einsetzen, sonst wäre dieser Punkt auch komplett schwarz. Das heißt, man kann sie da gar nicht gebrauchen. Und so müsst ihr auch die Gruppe aufstellen. Das haben wir nämlich auch. Dann gehen wir mal zu dem Highwayman hin. Der ist eher dort und dort gut aufgehoben, aufgrund der Fähigkeiten, die er hat. Und so ist der Crusader eher ganz vorne gut aufgehoben. Das kann man allerdings auch noch immer beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den hier, nehme ich das raus, ist er da schon mal weniger gut zu gebrauchen. Der kann das hier, der ist ein schlechtes Beispiel. Er ist ein schlechtes Beispiel. Sowieso, vielleicht eher hier mal gucken. Es gibt auch ein schlechtes Beispiel. Okay, dann muss ich das gerade mündlich erklären. Und zwar kann man dadurch, dass man die Fähigkeiten anpasst, beeinflussen, an welcher Position derjenige ganz gut aufgehoben ist. Das hier sind allerdings nur Empfehlungen. Also man kann diese Empfehlung beeinflussen. Man kann natürlich diesen Pestdoktor auch ganz da vorne setzen. Aber man sollte schon Acht geben auf diese Empfehlung, weil ganz vorne kann man den echt nicht gebrauchen. Da kann er, glaube ich, hier gerade mit dem Dolch ein bisschen rumschnitzeln und sonst kann er von seinen ganzen Skills überhaupt gar nichts einsetzen, auch von den noch zu freischalten nicht. Da sollte man ein bisschen darauf achten, dass das alles zusammenpasst. Dann ist es natürlich auch noch ganz hilfreich zu schauen, dass man nicht viele Leute hat, die alle stunnen können. Was will man denn mit viermal stunnen? Das wäre jetzt Blödsinn. Also auf die Gruppenzusammenstellung muss man auch noch achten. Ziemlich wichtig. Worauf man auch noch achten sollte, sind die Camping-Skills.
Allerdings haben wir da jetzt noch keinen Einfluss drauf, weil dafür muss so ein diverser Bereich freigeschaltet werden und noch haben wir keinen Dungeon gemacht, wo man auch campt. Das macht man erst ab einem Medium Dungeon, wo man einmal zwischen campen kann und einem langen Dungeon, wo man zweimal zwischen campen kann. Da das jetzt noch nicht zum Tragen gekommen ist, werde ich da auch jetzt noch nicht weiter drauf eingehen, nur erstmal so viel, auch das sollte man sich wohl überlegen, wie man das alles einsetzt. So. Beim nächsten Mal würde das dann so aussehen. Ich würde wieder in den Dungeon reingehen. Müsste jetzt natürlich genau überlegen, wohin gehe ich. Also erstmal in den Darkest Dungeon selbst, der ist erst ab Level 6 zugänglich. Da komme ich gar nicht rein. Das machen die alle. Deswegen sagt er, Suicide und so, da meckern die schwer rum. Was aktuell nur geht, ist nochmal in die Ruinen reingehen. Jetzt kann ich mir überlegen, mit der Gruppe von gerade eben nochmal, weil da haben wir schon einige ganz gut Stressschaden genommen. Und wenn der Stress wieder einmal erstmal rüber geht, dann kriegen sie noch einen Quirk da oben, also noch so einen Tick oben rein und da wird es echt ätzend. Und vor allem, wenn man mit einem rumläuft, der im Dungeon wahnsinnig wird, das ist ganz übel. Das ist richtig übel. Das stresst total. Das kann ich, doch, das zeige ich mal, spaßhalberweise. Also lassen wir die mal drin. Mit dem Pestdoktor komme ich nie so ganz so gut zurecht. Den nehme ich ganz gern wieder raus. Dafür packe ich mal hier so eine hier rein. Guck mal gerade nach, wie die und was für Fähigkeiten mitbringen. Bisschen unterschiedlich. Gefällt mir diese Zusammenstellung aber besser. Das heißt, ich nehme Boys Lewaske mit. Das ist schon mal ganz gut so. So würde ich da jetzt reingehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es ist, wenn einer durchdreht, wie es ist, wenn einer stirbt oder wenn man so in richtig Schwierigkeiten kommt, dann schaut auch beim nächsten Mal rein. Da werde ich ganz bewusst, nicht so wie jetzt aus Versehen Fehler machen, sondern wirklich tatsächlich ganz bewusst Fehler machen, damit ihr sehen könnt, was passiert und was ihr unbedingt, also ich vermeiden solltet. Ich mache quasi die Fehler für euch und damit ihr hoffentlich davon etwas lernen könnt. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mehr Spaß nach diesem Guide mit dem Spiel. Ich konnte ein bisschen Frust gerade aus den ersten Schritten herausnehmen. Frust wird auch später noch aufkommen, auch im Endgame wird noch richtig Frust aufkommen. Aber das macht das Spiel ja letztendlich auch so reizvoll, weil wenn man dann endlich mal gewinnt, zum Beispiel, wenn man zum dritten Mal in einen langen Dungeon reingeht, wo am Ende ein Boss wartet, den man unbedingt legen will, und zum dritten Mal ist man kaputt gegangen und hat mittlerweile ein Dutzend Helden verloren. Und dann geht man mit weiteren vier rein und ganz gegen Ende merkt man schon, oh hier, das gibt jetzt auch schon wieder keinen mehr. Und dann kommt man aber hin und weiß inzwischen, wie der Endgegner mittlerweile tickt und hat sich damit ein bisschen befasst. Und dann legt man den endlich und haut ihn um nach, ach, was weiß ich, wie viele Wochen und Spieltagen. Das ist schon ein ziemlich erhabenes Gefühl, wenn man das dann endlich schafft. Da möchte man am liebsten vor Freude aufschreien und weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Das Spiel hat eine unglaubliche Sogwirkung, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, genug geschwärmt. Schaut selber mal rein. Guckt nach. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach runter in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ebenso. Und ansonsten vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.